Und damit Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen The Perils of Man. Ein Point-and-Click-Adventure, was relativ kurz sein soll und relativ einfach sein soll. Und das ist doch mal schön für zwischendurch mal so ein bisschen Point-and-Clicken. Hier haben wir zwar alles auf Deutsch gestellt, aber es ist hier immer noch auf Englisch. Aber das ändert sich im Spiel. Wie komme ich da wieder raus? So. Wir starten ein neues Spiel. Ich habe schon mal 3 Minuten angespielt, ob das denn klappt mit meiner CPU. Aber es klappt. Deswegen starten wir ein neues Spiel. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich weiß gar nichts über das Spiel. Ich habe mir das vor kurzem mal gekauft. Das gab es, glaube ich, in irgendeinem Bundle oder so. Hat aber verdammt gute Bewertungen so auf Steam bekommen. So für Einsteiger soll es geeignet sein. Also wenn ihr gerade neu im Point-and-Click-Adventure-Genre seid, wäre das vielleicht was für euch. Und ich fange einfach mal an und wir spielen das jetzt zusammen durch. Nach dem Ladebildschirm. Das Mysteriöse, das Seltsame, das Nebulöse. Von Anbeginn der Zeiten beschäftigen sich die Menschen mit dem Mysteriösen. Ist es Fiktion oder ist es Fakt? Das Eberling-Rätsel. Machen Sie sich selbst ein Bild. Eberling, ein Name, der für Erfindungsgeist steht. Ein Name, mit dem durch erstaunliche, erfolgreiche Erfindungen ein Vermögen gemacht wurde. Aber auch ein Name, der verschwindet. Thomas Eberling war auf dem Höhepunkt einer glänzenden Karriere. Und manche sagen, er arbeitete an seiner genialsten Erfindung, als er plötzlich spurlos verschwand. Vor mehr als 150 Jahren. War Thomas etwas zugestoßen? War er das Opfer eifersüchtiger Rivalen geworden? Oder ist er auf etwas so Gewaltiges gestoßen, das unter Verschluss bleiben musste? Der bisher letzte Eberling, Max, erbte das Genie von Thomas. Ein Rockstar unter den jungen Naturwissenschaftlern. Unglücklicherweise war Genie nicht das Einzige, was beide Männer gemein hatten. Beide hatten einen Hang dazu, verschwinden. Aber warum ist auch Max verschwunden? Er wurde zuletzt vor 10 Jahren bei diesem berüchtigten Einstein Awards Bankett gesehen, wo hunderte der größten Wissenschaftler der Welt gerettet wurden, als ein Feueralarm den Raum leerte, kurz bevor die Saaldecke einstürzte. Aber als die Decke einstürzte, hatte Max, ganz der Rockstar, das Gebäude verlassen. Konnte ein Mensch, selbst ein so genialer wie Max, ein solches Ereignis voraussehen? Dieses Material spricht eindeutig dafür, dass Max Eberling genau das konnte. Warum sollte ein von allen so bewunderter Mann, für viele gar ein Held, von seinem frisch gewonnenen Ruhm fliehen? Die Lösung für dieses Rätsel geht sicherlich tiefer als der einfache Wunsch, sich vor aufdringlichen Paparazzi zu schützen. Welche Geheimnisse hütet der Eberling-Clan wohl noch? Welchen Preis muss der Eberling bezahlen? Den Preis eines Fluchs. Vielleicht erfahren wir es nie, aber das soll uns nicht davon abhalten, neugierig zu fragen, was aus diesem modernen Mysterium geworden ist. Papi, ich möchte wirklich mal wissen, warum du überall eine Sonnenbrille trägst, nur da nicht, wo du sie am dringendsten brauchst. Das war doch eben Vaters Stimme. Wohl kaum. Du hörst mal wieder Gespenster. Nein, Anna, das war sie. So klar, als stünde er neben mir. Hast du einen Schauer gespürt? Mami, warum hatte Papi immer die Sonnenbrille auf? Frag ihn doch einfach. Bestimmt ist er in deinem Bad. Manchmal geht er gern da rein. Nein, Mami. Du hast die Mystery-Serie gehört, die ich geschaut habe. So willst du deinen Geburtstag verbringen? Nein, hör zu. Ich glaube, ich habe da etwas Interessantes gefunden. Siehst du? Es ist die Sonnenbrille. Ich glaube, das hier findest du noch viel interessanter. Was ist das? Das habe ich vor ein paar Wochen in einem alten Schuhkarton gefunden. Für meine Tochter Anna, an ihrem 16. Geburtstag. War das die ganze Zeit im Haus versteckt? Ja, oder ein Geist hat es dagelassen. Was ist das? Was hat es zu bedeuten? Vielleicht kannst du damit Kontakt zu deinem Vater im Jenseits herstellen.
Siehst du das nicht? Möglicherweise heißt es, dass er noch lebt. Ja, es ist 10 Jahre her, aber ich habe immer gespürt... Wenn er noch am Leben wäre, würde ich dann überall seinen Geist sehen? Nein, aber vielleicht sitzt er irgendwo fest oder irgendwer hält ihn gefangen. Vielleicht hilft der Tim und Struppi bei der Suche nach Professor Beanline. Ach komm, Mami. Weißt du wirklich nichts von seiner Arbeit? Denk nicht mal dran. Denk nicht mal dran. Lass es ruhen. Zu deinem eigenen Besten. Und so weiter und so fort. Das hat Max immer zu mir gesagt. Und das sag ich jetzt auch zu dir, mein Schatz. Also, ich habe eine schöne Geburtstagstorte bestellt und plötzlich spüre ich einen fiesen Lufthauch von irgendwoher. Kommst du runter? Aber wenn mich diese Dinge zu ihm hinführen... Denk nicht mal dran. Mein Vater überließ mir dies nicht ohne Grund. Und den will ich rausfinden. Dunkles Glasfläschchen wurde ins Inventar gelegt. Und damit dürfen wir jetzt auch selber spielen. Wir sind Anna, die Tochter von Max, der einfach verschwunden ist. Genau wie sein Vater Thomas, der ja einfach den besten Namen der Welt hat, finde ich. Thomas ist schon ein schöner Name. Und wir können uns jetzt hier umschauen. Hier haben wir Schulsachen liegen. Chemienotizen. Mami erlaubt mir gar keine Experimente. Sie sagt, vielleicht fliegt da was in die Luft. Vielleicht fliegt da was in die Luft. Können wir uns die nochmal angucken? Alles ist Chemie. Aber nicht die romantische Art. Was? Chemienotizen. Relative Schmelzpunkte. Alles klar? Alles klar. Brauche ich auch nicht. Schmelzpunkte habe ich schon drauf. Okay. Brauche ich auch, okay. Brauche ich auch nicht. Ich wollte den Bügel recyceln. Ach so, da war ein Drahtkleiderbügel. Cool. Was? Ach so, ich dachte, da wäre was. Kleiderhaufen. Zeug, das mich dick macht. Hm. Ich lebe im falschen Jahrhundert. Wieso? Isst du die Kleider und wirst dadurch dick oder was, Anna? Darin sehe ich aus wie ein Kind. Ich habe keinen Platz für das Zeug. Ich träume immer wieder, dass ich mehr Schränke finde. Ich träume das immer Heisenberg. Wieder, dass ich Guck mehr mal. Schränke finde. Heisenberg ist auch da. Warme Stiefel haben wir hier. Ich nehme mal Mamis Stiefel. Nach denen fragt sie sicher. Wieso sind denn Mamis Stiefel bei uns im Kleiderschrank? Das verstehe ich nicht. Schubladen können wir nicht, aber eine Gitarre. Ich habe mal ein Video gepostet. Da spiele ich Seven Nation Army. Hat keiner gesehen. Zum Glück. Seven Nation Army, deswegen lache ich so, war so das einzige Lied, was ich mal auf Gitarre spielen konnte, weil es echt pipi einfach ist. Keine Zeit zum Spielen. Ach komm. Keine Zeit zum Spielen. Okay. Wenigstens gibt's fließend Wasser. Die einzige Modernisierung in 150 Jahren. Wollen wir da nicht reingehen? Nichts da drin brauche ich. Ach so. Was haben wir da noch? Einen großen, schlanken Spiegel. Nicht mal einen Spiegel. Wozu auch? Ich gehe fast nie aus. Wie nicht mal ein Spiegel? Im Grunde hasse ich Spiegel. Im Grunde hasse ich Spiegel. Im Grunde hasse ich Spiegel. Okay. Bee Bunny. Bunsenbunny. Bunsenbunny. Mit ihm und Vater habe ich immer Nottierarzt gespielt. Papi hatte wohl ein Herz für kranke Hasen. Der bleibt besser da, sonst fällt er auseinander. Ach so, ich dachte, den nehmen wir mit auf unsere Reisen. Großer, schlanker Spiegel. Batteriebetriebene Uhr? Ständiger Batteriewechsel ist bei uns angesagt. Okay, wir haben Batterien mitgenommen. Die Uhrzeit spielt keine Rolle. Ein Tag ist wie der andere. Oh, bist du depressiv? Die Uhrzeit spielt keine Rolle. Ein Tag ist wie der andere. Okay, wie kommen wir ins Inventar? Ist das unser Inventar? Ah ja. Um Gesamtobjekte zu kombinieren, ziehen sie den inneren und dunkelgrauen Ring in die Mitte des Inventars. Der Spielwelt, okay, kann ich mir das irgendwie angucken? Das Glas ist wirklich dunkel, aber ich glaube, es könnte etwas darin sein. Das Glas erinnert mich an Sonnenbrillen. Oder Schweißerbrillen. Okay. Irgendwas ist drin. Ich erkenne es nur nicht. Irgendwas, ein verbogener alter Metallbügel. Mamis warme Stiefel. Sollte sie ihr zurückgeben. Immer gut, eine Energiequelle zu haben. Kann ich... Huch, cool. Das braucht keine Energie. Okay. Wie komme ich hier wieder raus? Achso, da oben. Inventar verlassen. Und was ist das? Item locked. Aha, okay. Dann gehen wir mal runter. Mami hat ja gesagt, wir sollen runterkommen. Sie hat eine coole Geburtstagstorte und so besorgt. Wir haben mal, sind heute 16 geworden, die gute Anna. Geht, als hätte sie sich in die Hose gemacht. Altes Telefon. Der Sturm hat die Telefonleitung gekappt. Oh nein. Der Sturm hat die Telefonleitung gekappt. Dielenuhr.
Die alte Familienkuckucksuhr geht noch genau. Solange jemand daran denkt, sie aufzuziehen. Was für die aufziehen, vielleicht? Noch ein Erbstück. Aber damit ließ Mami mich spielen. Was? Unsere Kuckucksuhr. Ja, wir sind eben Schweizer. Ach, Schweizer sind's, okay. Unsere Kuckucksuhr. Mäntel ja, und Handtaschen? Mein Hausschlüssel ist weg. Sicher weiß Mami, wo er ist. Okay. Sonst liegt er immer genau hier. Mutter, natürlich. Sie hat meinen Hausschlüssel genommen. Kann ich eigentlich hier irgendwie... die Musik leiser machen? Ich kann sie nur ausmachen. Okay, schade. Dann müssen wir so damit Mutter, leben. Mutter, natürlich. Sie hat meinen... Am Geburtstag saug ich nicht Staub. Am Geburtstag saug ich nicht Staub. Richtig, Familienpicknick. Das einzige Mal, dass du die Sonnenbrille abnahmst und die Sonne war in deinen Augen. Ah. Kann ich das nicht mitnehmen? Das einzige Mal, dass du die Sonnenbrille abnahmst und die Sonne war in deinen Augen. Defekte Glühbirne? Keiner richtet das außer mir. Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass im Haus das Licht geht. Das ist ja mal ein cooler Job. Es ist mein Job, dafür zu sorgen, geheimnisvolles dass im Haus Diorama. Das ist ein altes mechanisches Diorama. Mutter sagte immer, es sei ein Familienerbstück, zu empfindlich als Kinderspielzeug. Doch jetzt frage ich mich, ob das was mit dem Verschwinden meines Vaters zu tun hat. Ich muss rausfinden, was es damit auf sich hat. Ein für alle Mal. Das ist ja seltsam abgemischt, der Ton. Elektrokabel. Sieht aus wie negative und positive Drähte. Hey, wir haben doch Batterien. Immer gut, eine Energiequelle zu haben. Vielleicht klappt das. Ich höre das Getriebe. Klappt's jetzt? Ich höre das Getriebe. Klappt's jetzt? Ja, scheinbar nicht, oder was? Lautsprecher? Anscheinend ein winziger Lautsprecher. Da war wohl irgendwas dran, als Verstärker. Da fehlt also immer noch was. Und das jetzt da ranlegen? Nee. Noch eine Batterie rein vielleicht? Hier kann ich keine Batterie anschließen. Vielleicht woanders. Aber kann ich denn da nicht... Das hilft mir auch nicht, es zu verstehen. Okay, da brauchen wir also scheinbar noch irgendwie so eine Art Lautsprecher. So, was haben wir hier? Gehen wir mal hier weiter. Vorhersehbare Geschenke. Ich weiß, was das ist. Socken. Geil. Sie schenkt mir jedes Jahr Socken. Super Mutter, ey. Sie schenkt mir jedes Jahr Socken. Aber schön eingesprochen. Erinnert überhaupt gar nicht so als an Captain Morgan oder so. Wenn ihr euch mal überlegt, wie da gesprochen wurde. Sie schenkt mir jedes Jahr Socken. Sie schenkt mir jedes Jahr Socken. Sehr gut Meine gemacht. Meine Luftballons sind vielleicht noch nützlich. Ich merke sie mir. Achso, ich wollte gerade sagen, die sind noch da. Aber wir haben sie jetzt im Tag. Ein widerlicher Kuchen. Der sieht alt aus. Aber der sieht lecker aus. Steht wohl zu lange herum. Lieber nicht essen. Okay. Ich habe keine Lust drauf. Okay, okay, okay. Geburtstagskarten. Mami Karten sitzt vorm von Kamin. Mutter und Verwandten. Meine Freunde schicken keine Karten. Oh. An meiner Mutter würden die nicht vorbeikommen. Oh. Okay. Ich habe sie schon gesehen. Ach so. Ich habe sie schon gesehen. Okay. Hey, Mutti. Gespräch über die Galerie. Aha, in der Galerie. Ach so. Aha, in der Galerie ist wieder die Sicherung durch. Vielleicht haben Ratten an den Kabeln geknabbert. Aber ich will keine Elektriker. Okay. Die fallen sonst von der Leiter oder fackeln das Haus ab. Lieber nicht. Ja, aber genau. Tut es nicht gut, die Familienporträts da manchmal anzuschauen? Geh da nicht rein. Ich nutze das nur noch als Lager. Du könntest stolpern und dich zu Tode stürzen. Keiner stürzt sich zu Tode beim Stolpern. Vielleicht helfen mir die Porträts irgendwie weiter. Das stimmt nicht, Anna. Das passiert immer wieder. Okay. Über Gespräch mit Mami über Mami. Worüber sprichst du mit Papis Geist? Worüber sprichst du mit Papis Geist? Ich erzähl ihm von dir. Er ist sehr stolz auf dich. Schon okay, Mami. Freut mich. Okay. Besuchst du mal deine Familie? Besuchst du mal deine Familie? Fehlen dir nicht die ganzen Partys? Nicht wirklich. Dein Vater war immer der interessanteste Mensch im Raum. Okay. Warum rückst du nicht näher ans Feuer? Warum rückst du nicht ans Feuer? Der Blitz könnte das Fenster zerbrechen. Was? Fröstelst du immer noch? Wenn die Geister im Haus sind, spüre ich immer einen Lufthauch. Mir ist zu kalt zum Schlafen.
Okay. Gespräch über das Haus. Wir brauchen einen Generator. Warum auch immer. Ach, weil der Strom ausfällt. Wir brauchen einen Generator, damit nicht bei jedem Gewitter der Strom ausfällt. Genau. Oh, etwa Kanister mit explosivem Brennstoff lagern? Wie ist sie denn drauf, ey? Warum knallen uns immer die Sicherungen durch? Irgendwas Unbekanntes zieht Energie ab. Geister hemmen den Energiefluss. Okay. Hast du mal daran gedacht, dieses alte Haus zu verkaufen? Nee. Wo sollten die ganzen Ahnen hin? Wo hat Vater experimentiert? Im Institut. Aber wenn er hier war, hatte er ein Labor? Er hat sich im Arbeitszimmer eingeschlossen. Okay, tschö. Diorama. Weißt du, wie man das Diorama anstellt? Tu das nicht, Anna. Damit kommen die ins Haus. Es knistert nur im Gebälk, Mami. Wenn es nur das Gebälk ist, warum sind meine Füße kalt? So kalt. Das Haus ist es nicht. Es spukt. Kalte Füße. Typisch Mami. Wäre sie in einer Sauna und die Sauna in der Sahara. Und in der Sahara wäre Hochsommer. Was hätte Mami? Kalte Füße. Aber vielleicht hat sie recht und das Diorama hat mit meinen Ahnen zu tun. Irgendwie. Hat das Diorama mal bei Papi funktioniert? Ja, ist lange her. Aber er sagte, da drin ist ein Geist. Peppas Geist. Wer ist denn Peppa? Was macht das alte Diorama, Mami? Diesen Automaten hat dein Ur-Ur-Urgroßvater Thomas Eberling gebaut. Ich habe ihn nie in Aktion erlebt, Anna, aber Finger weg. Denn Vater sagt, im Diorama spukt Peppas Geist. Ich würde gerne wissen. Ah, wer war Peppa? Wer war Peppa? Ich glaube, ein Erfinderfreund von Thomas. Aber das ist nicht nur Peppas Geist, sondern die Geister aller deiner Ahnen. Weißt du, warum Thomas das Diorama gebaut hat? Das hat Vater nie gesagt, aber er lächelte, wenn er es ansah. War wohl ein Insiderwitz. Mhm. Und keiner durfte es anfassen. Wer hat das Diorama nochmal gebaut? Der alte Irre. Thomas, dein Ur-Ur-Urgroßvater. Der alte Irre. Puh. Hast du eine Theorie über diese Glasfiole? Nein, aber du bekommst das raus. Bestimmt. Du denkst so wie er. Was ist deiner Ansicht nach mit Papi wirklich passiert? Frag seinen Geist. Warum hatte er immer die Sonnenbrille auf? Angeblich hat er sich die Augen bei einem Experiment im Labor verdorben. Ich hab's ihm nie geglaubt. Okay. Warum habe ich nie ein Haustier zum Geburtstag gekriegt? Ich dachte, der Kuckuck in der Uhr ist ein Haustier. Jedenfalls mögen Tiere keine Geister. Okay, wie wär's mit einem Drink? Jetzt, wo ich 16 bin, wie wär's mit einem Drink? Zu gefährlich. Was kann mir hier denn passieren? Fahren wir zum Feiern irgendwo hin? Wegfahren? Bei diesem Unwetter? Okay. Tschö, Mami. Gaskamin. Es ist auf mittlerer Temperatur. Es ist auf mittlerer Temperatur. Aha. Kann ich aber nicht umschalten oder so. Und hier ist die Galerie scheinbar, wo es so dunkel ist. Zu riskant, da reinzugehen. Bin schon drin. Ah, hier ist eine Taschenlampe und eine Sicherung mit 15 Ampere. Ich habe alles mitgebracht, was ich brauche. Okay, kann ich denn die Taschenlampe... Huch,